Hallo zusammen, hier ist wieder Ochila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute wollen wir uns nämlich das Achievement zur Story Quest Reihe von Vol'jin angucken. Und zwar heißt der Erfolg der Schattenjäger und hier müssen wir quasi Vol'jin helfen, die Antworten zu finden. Und ja, bis jetzt war nicht so ganz klar, wo die Questreihe beginnt, wo man sie weiterspielen kann. Jetzt in der ersten Woche, wo der neue Raid raus ist, also sprich die Schlacht um Dazar Alor, ist die Sache aufgeklärt worden, beziehungsweise ich habe gerade herausgefunden, wo man die Quest herbekommt. Wir müssen nämlich einmal die War-Campaign, die wir haben, die neue durchspielen und dementsprechend dann auch Jaina töten. Das habe ich einmal gemacht, habe Jaina auch hier umgeboxt, eben haben wir nämlich den HC-Kill uns geholt. Und dementsprechend gibt es dann ein paar kleine Quests, wo man das Ganze hier nur abgeben muss. Man quasi, ja, tut hier Rastakhan die letzte Ehre zollen. Und dann ist die War Campaign bis dahin auch durch. Und jetzt habe ich aber gerade gesehen, ich laufe hier rein und es gibt eine neue Quest. Und das ist genau die Quest, die uns jetzt hier weiterführen wird. Und zwar hier der Schattenjäger, ja, um dieses Achievement zu kriegen. Und zwar können wir hier mit Bane sprechen. Wir sind im großen Siegel hier drin, ne? Und die können wir jetzt annehmen. Und wie gesagt, ich habe sie wirklich erst dann gekriegt, als ich diese ganze War-Campaign durch hatte. Sprich, ihr müsst es bis dahin spielen, bis ihr Jaina umnatzen müsst. Dann sind es 2-3 Quests, die ihr hier noch machen müsst. Also sprich, einmal hier Rastakhan die letzte Ehre gewähren und zusätzlich dann noch mit Sylvanas sich auf dem Boot treffen und da mit diesem Derek Proudmoore noch ein bisschen Späße machen und ja. Und dann kommen wir quasi genau dorthin. So, wir müssen jetzt einmal die Glaive von Vol'jin uns besorgen, die hier unten liegt. Und mit dieser Glaive müssen wir jetzt einmal weiter. Was, können wir mit dem Dingshaufen auch irgendwas machen? Der ist irgendwie neu, ne? Ne, was ist hier? Okay, das ist von Jani, gibt es wieder hier so einen Opferhaufen, keine Ahnung. Das muss ich mir später mal noch angucken, was es damit auf sich hat. Wir werden jetzt erstmal hier in die Pyramide laufen, denn in dieser Pyramide soll es anscheinend dann so sein, dass es weitergeht. Ich habe schon auf dem PTR Teil von dieser Questreihe gesehen gehabt, wo man dann bestimmt, ja, mit bestimmten Leuten sprechen muss, wer Vol'jin quasi eingeflüstert hat, dass er hier Sylvanas zum Warchief ernennen soll. Und ja, jetzt schaue ich mir mal die ganze Questreihe an, dass ich da so ein bisschen mehr sehe. So, wir müssen nämlich jetzt einmal zu Talanji kommen und dann müssen wir irgendeine Art Ritual vollziehen. Und ja, das werden wir jetzt dann gleich mal machen. Wo haben wir sie denn? Ah, da haben wir die Talanji. Ich mache mal den Sound für euch lauter von den Dialogen, dass wir das dann auch hören. Sandala für immer. So, Glewe geben wir ab. Oh, hier gibt's Azerit. Ja, nicht schlecht. Und es bringt, okay. Wir kriegen 10 Ruf beim Dunkelspeer-Troll. Oh, die habe ich anscheinend noch nicht. Und 10 Ruf bei den Sandalari-Imperium. Also hier, ne, da können wir richtig Ruf haben. Unterstützt, okay, wir müssen sie unterstützen beim Ritual. Drücken jetzt auf die Glewe. Und jetzt? Oh, es kommt eine Cut-Sequenz. Ui. Vol'jin, Sohn von Senjin, einst Kriegshäuptling der Horde, hört meine Stimme und erscheint vor uns. Talanji, ihr habt eine starke Stimme. Vol'jin, seid das wirklich ihr, alter Freund? Bäh. Euer Herz schlägt treu und redlich, wie das von eurem Vater. Ich bin froh, dass die Dämonen euch nicht erwischt haben. Sylvanas hat uns zum Sieg über die Legion geführt, aber seitdem belastet ihr Handeln die Bande der Ehre, die die Horde zusammenhalten. Ich muss es wissen. Als die Stimme euch hieß, Sylvanas zu ernennen, welcher der Geister war es? Ah, mein junger Freund. Der Tod ist dunkel. Mein Gedächtnis ist nicht mehr, was es mal war. War es Buansamdi? Hat er sich von ihr die Seelen erhofft, die sie ihm bringen würde? Schatten verhüllen meine Erinnerung. Sie sind unterwegs zu euch. Nehmt euch in Acht! Die Schatten. Sollen wir die umboxen, oder? Das waren jetzt aber gerade ein paar mehr Schatten. Okay, jetzt kommen hier 3 Schatten, die haben wir um.
Ah ne, okay, da sind noch mehr. Anscheinend müssen wir 10 Schatten... Oh mein Gott, ich slow mich wie nochmal was. Komm her, alle in die Inka rein, da wo es schön warm ist. Warte mal, das sind keine 10, ne? Da fehlen noch ein paar. Ah, okay, ich wollte gerade sagen. Also, Vol'jin haben wir jetzt einmal beschworen hier. Bloß er kann sich nicht mehr erinnern. Das ist doch wieder so ein Typ, ne? Den musst du im Zehner zustecken und dann so, ah ja, jetzt, ne? Kommt die Erinnerung langsam wieder. Mal gucken, ich habe doch ein bisschen Gold hier, ne? Knapp eine Mille haben wir. Ich habe wieder was aus dem Raid verkaufen können. Ich habe ja einen 385er aus dem NHC gekriegt, was ich nicht brauche, ne? Und das habe ich dann für ein paar K ins Auktionshaus gestellt. Aber ein bisschen Gold, dass ich mich zumindest Glas und Pots kaufen kann. Und das geht's ja bei dem Charme. So, jetzt gucken wir mal. Geister haben wir umgehauen. Vol'jin, erinnerst du dich jetzt? Sollen wir dir was zustecken? Na gut, Azurit gibt es hier auf jeden Fall. Diesmal gibt es sogar, ne? Hier, dafür gibt es sogar 250 Ruf. Da geht was. Da geht richtig was. So. Ah, na super. Jetzt müssen wir zur Dunkelküste einmal. Dann nehmen wir hier mal schön den Ruhestein und porten uns da einmal hin. Und schauen, was da so los ist. Okay, Dunkelküste. Jetzt müssen wir wahrscheinlich da, wo er quasi gestorben ist. Wer sich hier vielleicht zurückerinnern kann, das Ganze hat ja eigentlich damit angefangen, mit der Intro-Quest vom Legion, wo sowohl Varian als auch Vol'jin quasi das Zeitliche gesegnet haben. Indem, ja, die Horde ja die Allianz vermeintlich hintergangen hat und sich zurückgezogen hat. Aber der Grund ja quasi der war, dass Vol'jin auf dem Schlachtfeld verletzt wurde und dann man zum Rückzug geblasen hat und ihm versucht hat, mit rauszunehmen, ne? Und die Allianz dann natürlich keine geschützte Flanke mehr hatte und dementsprechend auch dann Varian da sich aufgeopfert hat, um diesen großen Golem da zu killen und dann auch gestorben ist. Ne? Also da hat man ja diesen Punkt, wo sich Horde und Allianz entzweien. Da haben sie ja mal wieder mit zusammengekämpft. Irgendwie ist das in der Warcraft-Lore immer so. Es gibt einen großen Feind, es wird zusammengekämpft, dann gibt es irgendwelche Machenschaften und dann entzweit sich das Ganze wieder. Ja, und jetzt müssen wir quasi einmal hier, da wo sie gestorben sind, oben haben sie ja gekämpft. Das ist ja dieser große, ich nenne es jetzt einfach Golem, ich weiß nicht, wie man das Ding nennen mag, das Varian gekillt hat, wo er seinen Säbel da reingehauen hat. Ganz interessant ist, jetzt haben wir eigentlich für die Horde eine Story-Quest, weil wir hatten mit Anduin hier schon mit der Allianz eine Story-Quest, wo sich die Hordler aufgeregt haben, oh, warum haben wir keine Story-Quest hin und her? Ich habe mich auf eure Ankunft gefreut, Champion. Und jetzt? Ich bin Bane. Ich bin überzeugt, ein einzelnes Individuum kann die Welt verändern. Ebenhorn, ist das nicht der... ist das nicht der letzte schwarze Drache? Neben Furion oder wie der heißt? Mögen die Geister mit euch sein. Okay, hier ist er, Mann. Die Legion, Sylvanas Zug, Verderbnis. Jetzt schauen wir mal. Okay, jetzt müssen wir hier die Klippen durchsuchen. Oh, da haben wir die Abbilder von den Dämonen. Reichweite. Etwas war seltsam an dem Tag. Die Klingen der Dämonen konnten meine Deckung über. Es war, als hätten die Loa mich verlassen. Aha, okay. Vielleicht war das eine abgekartete Sache hier, dass die Loa ihn verlassen haben. Ich habe kein Ziel. Mitkämpfen. Ich dachte, ich kann von der Fluggestalt alles aufmachen. Was haben wir denn hier? Ach, das Thrall, okay. Ah, da haben wir Bane. Und da ist Vol'jin. Ah, und da ist der eine, den gekillt hat. Die ist cool gemacht, die Questreihe, muss ich sagen. Ich hätte es bei den anderen Dingen auch mal näher hinschauen sollen. Ich dachte, das sind nur Dämonen und Vol'jin. Aber da war es Thrall und Bane gerade. Wo muss ich jetzt hier drauf drücken? Ah, da oben. Das ist Sylvanas, die ihn dabei hat? Ich rufe schon lange nach Buat. Der Meister gebietet euch, still zu sein. Oder er will mir nicht antworten. Warum will ihm Bonsandi nicht antworten? Also dann ist es schon mal nicht Bonsandi, oder? Die Dunkelspeere geben niemals auf. Okay, wir müssen jetzt seine Glaive nehmen. Achso, haben wir die schon dabei, oder? Ja doch, die haben wir schon dabei. Gut, und wo müssen wir jetzt hin? Jetzt müssen wir wieder zurück nach Durotar.
Wie machen wir das am besten? Ach ja, warte mal, ich bin doch Druid. Wir haben doch viele Portsteine. Gut, ich hätte es natürlich auch wieder hochfliegen können, ne? Aber wir machen jetzt den faulen Weg. Und zwar gehen wir über die Dings, Druid Class Hall, Dings da, Order Hall. Das geht immer ein bisschen fixer. Ach, schau mal, mit dem habe ich die Quest hier gar nicht gemacht. Aber egal. Na, das ist ja eigentlich irgendein Gammelchar, den ich hier einfach zum Horden Raid Mainchar gemacht habe, ne? Weil ich einfach schnell irgendeinen Hordenchar brauchte, um quasi mit raiden zu können. So, also, wir haben jetzt diese Geister mal angeguckt, was da so passiert ist. Und er teasert schon so ein bisschen an, die Loa haben ihn verlassen, ja. Also wahrscheinlich, also es könnte was mit Bonsandi zu tun haben, vor allem, wenn er sagt, er ruft nach Bonsandi und Bonsandi hört ihn nicht, beziehungsweise will ihn nicht hören, ne? Also irgendwas, ne, mit den Loren wird es zu tun haben. Ich bin gespannt, weil ich weiß es auch nicht, ne? Also in dem Zeitpunkt, ich wurde nicht vorgespoilt, ich habe keine Ahnung, wer wirklich dahinter steckt, beziehungsweise ich weiß nicht mal, ob wir herausfinden werden, was das Ganze soll. Also ich glaube, es hat natürlich oh scheiße, ich bin ja nicht Allianz, ich bin Horde, ich muss zum anderen Dings fliegen. Ich weiß nicht mal, ob wir herausfinden werden, wer hinter dem Ganzen steckt, ne? Aber mal gucken, wobei mit Chiefin steht ja so indirekt, oder, dass wir es rausfinden. Ja, na gut, wir müssen ihm helfen, nach Antworten zu suchen. Nicht, dass wir die Antwort finden. Das steht nicht explizit drin. Naja gut, wir werden sehen. So, jetzt müssen wir zurück nach Dorota und mit irgendeinem Hans Wurschen in Dorota sprechen. Weiß ich nicht, wer da unterwegs ist, der da mehr Ahnung hat. Irgend so ein Meister. Wer ist denn der Meister Gardrin? Hab ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Wahrscheinlich wird es der ein oder andere Story-Nerd Steine auf mich. Was sind da lauter für Quests hier? Kriegsmaschine, alle Mann an Bord, was sind das für Quests? Okay, achso, ich habe irgendwelche Low-Quests, ja, ich habe Low-Quests, oh, aber da war, ne? Aber das ist trotzdem noch eine Quest. Ist das der Urahne? Das könnte natürlich sein, es ist gerade das Mondfest. Ich habe vorher ein bisschen Low-Quests mit dem hier gemacht, im Ship, für ein Shipyard und so, deswegen habe ich das angehakt. So, jetzt müssen wir mal gucken, er hier, ach, das ist irgend so ein Troll, okay, ich bin Level 20 Troll. Junge, erzählt mir von Voltes Tod, ah. Viel Glück und hab immer ein gutes Mojo zur Hand. Macht er jetzt hier? Er macht jetzt... Möchte dir was echt Gruseliges sehen? Okay, also... Wir schreien den Schatten gemeinsam mit Voltchen. Ich bin bereit. Zeiten. Oh, jetzt sind wir in der Schattenwelt, oder? Und jetzt? Ich erinnere mich. Nach meinem Tod habe ich die andere Seite gesehen. Okay, erinnert sich. Er hat die andere Seite gesehen. Na gut, das sieht hier ein bisschen finster aus. Erinnert mich so ein bisschen an den Laden von Helia. Aber das ist ja auch, glaube ich, diese Schattenwelt, ne? Wenn ich mich da jetzt recht entsinne. Wenn ich da in der Lore richtig dabei bin. Durch einen mächtigen Feind. Man ist ja eh am Vermuten, dass Helia hat ja, oder Sylvanas hat ja irgend so einen Pakt mit Helia ausgeklügelt, ne? Ob da vielleicht noch was dahinter steckt, das könnte ich mir vorstellen. Irgendein Loa. Weil es gibt ja so ein paar quasi, so ein paar Viecher im WoW-Universum, die mit dem Tod was zu tun haben, ne? Du hast quasi hier Bonsandi, dann hast du ja Helia, die auch hier so ihr eigenes Schattenreich da hat. Dann hast du irgendwo ja die ganzen untoten Leute mit Sylvanas, Lich King und Konsorten. Und anscheinend muss es da irgendwie noch einen Boss geben, weil Bonsandi hat irgendwas mal erzählt, dass er noch einen Boss hat. Okay, jetzt wird's hier wieder hell. Ah, okay, also die Feuer. Ah, wenn ich hier von oben drauf schaue, dann wird's hell, okay. Hier, Vol'jin, mach mal ein bisschen hin, pack mal den Epic Mount aus. Oh, da drin ist aber... Ach, mit der Händlerin können wir quatschen? Ich erinnere mich an ein Wesen in den Schatten. Okay. Etwas Mächtiges. Das war wahrscheinlich ich. Ich bin öfter in den Schatten hinter Sträuchern und Büschen verstecke ich mich. Das ist ein bisschen spannend. Habe ich meine Inka vorne schon gezogen? Das war jetzt irgendwie ein Fehler. Naja, jetzt klopfen wir die runter. Aber warum laufen wir jetzt nach Okemar rein? Oder schauen wir die Todesszene an, weil ich glaube, der ist ja nicht auf dem Schlachtfeld gestorben, wenn ich mich da noch recht erinnern kann, sondern ich meine, der ist dann erst hier
quasi im Haupthaus verreckt und hab dann ja vorher noch bestimmt, wer der Warchief werden soll. Ich glaube, da sind wir jetzt auf dem Weg hin. Kann ich mir zumindest vorstellen. Wenn ich den Roar schmeiß... Ui, der hat den... Schau mal, der hat den Roar abgekriegt. Komm, jetzt auf geht's. Es fragte mich wohin, aber ich erinnere mich nicht wo. Er hat den Roar halt abgekriegt. Die Wahrheit ans Licht kommt. So, es wollte nicht, dass die Wahrheit ans Licht kommt, okay. Was ich mir auch noch denken kann, also Bonsandi hat anscheinend einen Meister, ne? Der mächtiger als er ist. Ich nehme an, irgendwie er könnte dahinter. Wird nicht zufrieden sein. Jetzt gibt's irgendeinen Meister. Dass es nicht die Loa waren, die Sylvanas als Kriegshäuptling wollten, sondern was viel Mächtigeres. Und. Ja, und ja, was jetzt? Die Dunkelspeere geben niemals auf. Aber ich habe jetzt nichts gesehen, da waren doch nur die anderen Warchiefs. Ja, was. Habe ich jetzt was verpasst, oder? Ja, anscheinend. Nee. Ja gut, jetzt sind wir noch in dieser komischen Geisterwelt, aber hier sind alle weg. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir sollen jetzt uns in der Nekropole treffen. So, okay. Gut, hier, Garrosh ist noch am Start, ne? Der backt bei mir ständig rum in letzter Zeit. Ja, und was haben wir jetzt rausgefunden? Eigentlich gar nichts. Oder ich hab's einfach nicht gesehen. Obwohl, wenn wir es schon rausgefunden hätten, dann wäre die Questreihe zu Ende, ne? Also von dem her... haben wir eigentlich damit jetzt gar nichts erreicht. Gut, okay, zum Glück habe ich mir den Portsteiner aufgehoben. Wir müssen jetzt einmal nach Nasmir und zu Bonsandi. Und mal schauen, was der werte Bonsandi mir jetzt zu der ganzen Story hier erzählen kann. So, dahinter müssen wir fliegen. Da sind auch sogar noch zwei Dings. World Quests, die relativ viel Hof bringen, oder? Nochmal 100 und hier nochmal 100. Ja, vielleicht mache ich die später sogar noch, weil ich muss immer noch für Ruf für meine Emissary-Bags hochkriegen oder meine Paragon-Kisten so rum, dass ich da meine Toys mal noch rausbekomme. Gut, okay. Also jetzt befragen wir mal den werten Bonsandi, aber ich schätze mal, dass es der dann auch nicht ist, sondern irgendwas viel Mächtigeres, so wie Volt schon gesagt hat. Was ist denn eigentlich hier, was gibt's denn noch Mächtiges im Troll-Universum hier? Den Blutgott HK gibt's noch, aber ich weiß nicht, ob der so viel mit dem... Obwohl, der ist doch auch in dieser komischen Totenwelt, oder? Und muss dann erst einmal hier mit Blut manifestiert werden oder irgendwie sowas. Kann der vielleicht was mit zu tun haben? Schon fällt mir jetzt eigentlich nichts mehr ein. Was mir jetzt so kommen würde, ich denke mal, die Legion hat sich hier nichts mit zu tun. Old Gods? Vielleicht... Aber haben die Old Gods was mit dem Totenreich zu tun? Doch eigentlich auch nicht, oder? Glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht. Spekulation über Spekulationen. Ja, mal gucken. Mal gucken, was der werte Bonsandi sagt. Vielleicht verrät er uns ja, wer sein Chef ist, ne? Weil er ist ja anscheinend nicht der Alleroberste. Er ist ja nur der Seelensammler und nicht der anscheinend da einen Nutzen rauszieht. Beziehungsweise, ich weiß nicht mal, was man für Nutzen aus den Seelen zieht, aber irgendeinen Nutzen muss es ja haben, ne? Er hat sich ja auch hier mit Gahun gebettelt um diese Seelen, ne? Da war ja auch nicht so happy, dass der Gahun jetzt mitgemischt hat in seinem Seelenspiel. Mal schauen. Aber jetzt müsste er eigentlich hier ordentlich Seelen ziehen können, ne? Gahun haben wir umgeboxt im Raid. Und jetzt müsste er eigentlich wieder der Chef sein. Vor allem die ganzen anderen Lore, die wurden auch umgeboxt. Ich weiß jetzt nicht, ob das ihm einen Vorteil bringt, wenn weniger andere Lore da sind. Aber anscheinend ist ja irgendwie Anbetung auch denen ihr Ding, ne? Was ja die Trolle, die immer fragen, wer ist euer Lore? Ja, und so ein Zeug. Oh, da haben wir den ganzen Squad ist dabei hier. Rokan, Talanji, auf geht's. Also, Dings gibt's einen Haufen hier, ne? Azerith Power. So, jetzt. Ich bin im Video. Nice. Ah, ihr seid zurück. Habt ihr den Geist von Volkin gefunden? Oder wollt ihr einen Handel eingehen? Loa des Todes. Euer Diener Volkin hat nach euch gerufen. Aber ihr schenkt seinem Rufen kein Gehör. Was? Nein, 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 nein. Ihr irrt euch, Talanji. Sagt die Wahrheit. Habt ihr Volkin dazu gedrängt, Sylvanas zum Kriegshäuptling zu ernennen? Achtet mal auf euren Ton, Hörnermann.
oder ihr werdet eurem Vater nachfolgen. Tja, warum sollte ich die Banshee-Königin an der Macht wollen? Nee, nee, nee. Krieg und Tod, alles schön und gut. Aber Sylvanas, die bringt das Gleichgewicht durcheinander. Gleichgewicht ist wichtig. Und dann behält sie auch noch, was sie tötet. Nein, euer Kriegshäuptling ist kein Freund von Mursandi. Eure Worte machen mir trotzdem Sorgen. Tretet vor, Stimme der Horde. Vielleicht gibt's einen Weg, die Antworten zu finden, die ihr sucht. Ich bin die Stimme der Horde. Nicht schlecht. Jetzt gib mir mal meine Antworten. Also Azerith Power gibt's hier richtig viel. Was führt euch zu? Oh, zwei Quests gleich. Einsam, der Lich King. Wir sehen uns bald wieder. Ach so, nice, hier gibt's uns Portale. Das freut mich. Das, weißt du, Bonsandi ist halt ein cooler Typ. Der lässt sich halt da nicht selber hinfliegen, sondern nein, er gibt dir ein Portal. Warum nicht immer so Blizzard? Warum nicht immer so? Viel zu tun. Macht's kurz. Bereit. Müssen wir jetzt hier Sachen umhauen? Ah ne, wir haben... Ach, wir können... Ne. Ne, das ist ein Dings. Warte mal, wir müssen irgendeinen Transporter benutzen. Gab's nicht hier am Eingang schon einen Transporter? Oder irre ich mich jetzt? Die sind 120, die Viecher. Greifen die mich an? Ach komm. Sollen die ja Scheiß. Ja, ist mir jetzt wurscht. Wir laufen da jetzt einfach durch. Keine Ahnung. Komm. Roar hat vorher auch schon funktioniert. Auf geht's. So weit entfernt. Ganzen Klump lassen wir stehen. Ach komm, ich hab's mir schon gedacht, ne? Komm, zieh mich ran jetzt hier. Da vorne ist schon was tot. Kann das nicht angreifen. Aber früher waren hier, also diese Viecher waren hier nie drin, ne? Also hier diese, wie heißen denn die, Fleischbestien oder irgendwie sowas? Die waren hier nie drin. Da waren diese kleinen, ne? Spuktypen waren da drin und die Spinnen waren hier, das weiß ich noch. Richtig nervig. Ich brauche ein Ziel. Müssen wir denn jetzt hinhatschen? Irgendwie da hinten ist ein Transporter. Ich vermute jetzt mal, dass ich hier hoch muss. Eigentlich war am Anfang immer ein Transporter. Aber da steht ja dieses Bonsandi-Portal. Und jetzt haben wir da oben was. Okay. Geißeltransporter. Ja, und jetzt? Ah, perfekt. Direkt hoch zum Lich King. Okay, das ging ja jetzt klar. Servus, Bolvar. Ich habe eine ID, deswegen konnte ich mich direkt hochporten, wisst ihr? Easy. Lichtkönig, die Stimme, die mir geraten hat, Sylvanas zum Kriegshäuptling zu machen, war das eure. Die Pläne der Banshee-Königin bedrohen das Gleichgewicht. Ich hatte daran keinen Anteil. Und dass mein Geist in dieser Welt gefangen ist, ist das euer Werk. Vol'jin, euer Geist war auf der anderen Seite und ist zurückgekehrt. Ihr seid jetzt ein anderer, mehr als ihr denkt. Ihr seid weder untot noch verdammt. Ihr gehört nicht hierher. Verlasst diesen Ort! Sofort! Das gefällt mir gar nicht. Besser, wir verschwinden schleunigst von hier. Geht jetzt oder bleibt für immer. Ihr habt die Wahl. Okay, dann gehen wir lieber. Das Mount habe ich schon, den Laden brauche ich nicht. Hüten die Ghule. So ein Lich King 2.0 Kampf. Ich würde ja mal gerne ausprobieren, ob ich runterfallen kann, aber wir lassen das lieber. Also, der Lich King, der hatte damit nichts zu tun. Genau das hatte ich auf dem PTR schon irgendwo gesehen oder in irgendeinem Video. Ich bin mir jetzt nicht mehr so hundertprozentig sicher. Aber der Lich King war es nicht. Gut, aber warum soll es auch der Lich King gewesen sein, ne? Ist klar. Hallo, hallo! Das hat gut Ruf gebracht. So. Dann das andere Portal. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was das andere Portal ist, aber das bringt uns nach Legion.
wen können wir in Legion befragen, der irgendwas mit Vol'jin zu tun hatten, außer den Dämonen, der ihn aufgespießt hat. Einige, die euch im Zweikampf begegnen wollen. Ah, geht nach Scholaschil und stellt euch ihnen. Niemand wird euch angreifen, bevor ihr es tut. Zeiten ändern sich. Die Sandalari müssen sich mitändern. Bin bereit. Ach, das ist doch diese Walküre, die diese Sylvanas hier gefangen nehmen wollte und dann ist Gen durch dazwischen gegangen und hat... Oh, die sind Elite, das ist nicht so gut. Diener der Banshee-Königin, verschwindet von hier oder sterbt. Sollen wir die jetzt umboxen, oder? Ich zieh den Bums einfach mit rein, oder? Das interessiert mich jetzt reichlich wenig. Ihr wagt es, eine Priesterin von Buon Samdi in meine Hallen zu bringen? Ja, eigentlich schon. Hatte ich jetzt eigentlich schon vor. Sprecht mit mir, wenn die anderen euch nicht gefallen. Nun gut. Ihr und euer Champion könnt vortreten. Wenn ihr mich täuscht, wird das euer Untergang sein. Okay. Warum habe ich denn jetzt so viel Life? Königin der Walkür. Mein Geist war auf dem Weg zur anderen Seite und ist zurückgekehrt. Wart ihr das? Schattenjäger, ihr seid kein einfacher Geist mehr. Was ihr geworden seid, vermag ich nicht zu erschaffen. Wer hat solche Kräfte? Ist es dasselbe Wesen, das mir zugeraunt hat, Sylvanas zum Kriegshäuptling zu machen? Euch wurde der Segen der Ehre zuteil. Eine solche Kraft des Guten interessiert sich kaum für sterbliche Throne. Also kam das Flüstern nicht vom gleichen Wesen wie das, was mich zurückgeschickt hat. Ihr habt alle Antworten, die ich bereit bin, euch zu geben. Geht nun und kehrt nicht zurück. Okay. Ei, ei, Captain. Weißt du, damit wollte sie sagen, ja, ich weiß ja noch mehr, aber ich sag's nicht. Solche Sachen hasse ich immer. Ich glaube, die weiß eigentlich gar nicht mehr und will sich nur wichtig machen. Die ist, glaube ich, auch nur ein ganz, ganz kleines Licht. Ach, ich kann hier fliegen. Perfekt. So. Dann einmal zurück. Mal schauen, was Buon Samdi dazu sagt. Ob ihm das gefallen hat. Die Questreihe finde ich bis jetzt ganz cool, muss ich sagen. Also, die hat was. So, Buon Samdi. Was sagst du nun? Was für eine Ahnung hast du noch? Was wollt ihr vom Tod? Mit dem Geist von Vol'jin sprechen. Also er sagt, das sind nicht die einzigen Rivalen, die beiden. Irgendwer steckt dahinter, aber wer? Der Lichtkönig hat mich nicht zurückgebracht. Und Ehir behauptet, sie hat nicht das Mojo dafür. Buon Samdi ist genauso verwirrt wie wir und keiner von ihnen wollte Sylvanas als Anführerin. Wie auch immer sie es geworden ist, sie ist die Anführerin der Horde. Ich werde alles dafür tun, dass ihre Herrschaft gerecht ist. Sandala steht noch, weil ihr Mut bewiesen habt, Talanji. Euer Vater war in der Vergangenheit gefangen und träumte von einem längst verlorenen Troll-Imperium. Doch ihr seid die Erste, die vorausschaut und sieht, was aus den Trollen werden könnte. Ihr seid jung, aber gerecht. Ruft meinen Geist, wann immer ihr den Rat eines alten Häuptlings braucht. Ich werde weiter nach Antworten suchen. Wenn neue Feinde in den Schatten lauern, dann werde ich sie jagen, bevor sie uns jagen.
Also irgendwie befriedigt mich das jetzt so gar nicht. Also wir haben jetzt nach Antworten gesucht, aber haben keine Antwort so richtig gefunden. Ja gut. Die Questreihe war cool, aber viel Ausschlag oder Auskunft hat uns das jetzt nicht gebracht. Das sind Zander, jetzt porten. Warte mal, nee, ich kann mich noch zurückporten. Ja gut, okay. Anscheinend sind wir damit durch. Ich denke mal, das wird nicht das Letzte gewesen sein, was wir hier mit Vol'jin und seinen Antworten zu tun haben werden. Ich denke mal, da wird sicher nochmal was kommen in folgenden Patches. Wir können gespannt bleiben. Das soll es mit dem Video gewesen sein. Wenn ihr mehr Ahnung habt als ich oder meine ganzen Fehlinterpretationen aufklären wollt, schreibt das gerne in die Kommentare. Und ja, sonst sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.